Jo. Wo mussten wir hin? Ah ja, ich weiß wieder. Wir mussten dahin. Zum Stubben. Huch. Nein, 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 lass mich doch hoch. Oh mein Gott, lass mich doch hoch. Nett. Ja, da geht's zum Stubben. Eine Stunde neun haben wir da noch. Sehr gut. Habe ich echt so lange gebraucht, um die Katzen zu füttern? Oh mein Gott, ey. Gut. Nein, Mann, das ist so süß. Und außerdem gehören Beschwerden in den Kummerkasten, den wir jeden Monat verbrennen. Ich meine, Lies. Genau, Kitty. Ja, was machen wir dann? Ein Lagerfeuer. Da tanzen wir dann in Ringerei drumherum. Ach, ich warte immer noch. Oh mein Gott. Aber sorry, dass ich euch so lange hab warten lassen. Aber die Katzen hat es halt wirklich. Und dann waren sie so süß, während sie da am Essen waren. Und ich musste mir dann noch irgendwie eine Nervennahrung holen. Ich habe mir dann Wiener aus dem Kühlschrank genommen und Schokolade. Hm. Das musste sein. Huch. Grumpy Wolf. Grumpy Wolf, Grumpy Wolf, Grumpy, Grumpy, Grumpy Wolf. Okay. Ja, Wauzi hat auch Nom Nom gemacht. Wenn Wauzi zumindest Nom Nom machen wollte und sich nicht wieder einfach hingelegt hat. Aber gekriegt hat sie auch was. Süße Kleine. Huch. Ich klicke da einfach erstmal durch alle durch. Nice. Blöd rumspielen gar nicht. So. Perfekt. Gut gemacht, Herr Daria. Indem du dich furchtlos der Gefahr gestellt hast, ist dein Mut weiter gewachsen. Echt? Ist er das? Ich weiß von nichts. Außerdem hast du die Wölfe vom Mugri-Sturm vertrieben und damit Gedeine sicher gemacht. Ist das so? Nachdem du nun meine Aufgaben bestanden hast, wirst du mir sicher zustimmen, dass im Vergleich dazu die sogenannten Prüfungen der Pikiniergilde nicht ernst zu nehmen sind. Um dich zu entfalten und deine wahre Bestimmung als Pikinierin zu erfüllen, musst du der Gilde der Feiglinge den Rücken kehren und mir folgen. Was geht bei dem Kerl? Was geht bei dem, ey? Denk darüber nach, aber nicht zu lange. Bald schon werden wir uns wieder begegnen. Ist dem so, ja. Ich weiß davon nichts. Huch. Da kann ich zu. Also, wir können dahin reiten. So. Mein Gott, Leute, wisst ihr, wie lange ich kein KitKat mehr gegessen habe? Wisst ihr, wie lange ich kein KitKat mehr hatte?
Dem wurde zu oft das Ego gestreichelt. Ja, wirklich, ey. Dem wurde echt zu oft das Ego gestreichelt. Flieg, mein kleiner und flugunfähiger Vogel! Flieg! Okay, da komme ich nicht. Hier haben wir nichts, ne? Nee. Okay. Lauf! Also so voll wie auf den vorher bestehenden Servern ist es aber definitiv nicht. Warum renne ich jetzt ganz zu Fuß? Weil ich doof bin. Genau deswegen. Egal. Kann ich hier kurz einmal hin. Hexenmeister Faustschild. Ja, das ist ja süß. Oh mein Gottchen. Ach ja, mehr Dinger kann ich mir ja gerade nicht leisten. Warum, dann bringen die auch nur noch Müll mit? So, es geht ja immer noch nicht. Super süße Miko. Super süße Miko. Super süße Miko. Super süß. Ich will einmal ganz kurz zur Gilde. Ja. Ist das richtig? Ne. Ja, sofort wieder auf den Chat. Sofort. Ich will nur einmal kurz die Quest abgeben. Ja, ich bin froh, dass du lebst. Der närrische Duellant ist gerade zurückgekommen. Er hat mir unter Tränen alles erzählt. Volker versucht dir seine verdrehte Vorstellung vom Mut aufzuzwingen. Aber du darfst ihm nicht glauben. Wer sich blindlings in Gefahr stürzt, ist nicht mutig, sondern dumm. Pikeniere gewinnen Mut aus Selbstbeherrschung und Entschlossenheit. Aus nichts anderem. Nur weil du diese grundlegenden Tugenden verinnerlicht hast, konntest du Volkers Schikanen überstehen. Ich nenne ihn denn tatsächlich jetzt immer Volker. Darauf kannst du stolz sein. Selbst ein von Zorn rasender Baumschrat könnte dich nicht in Panik versetzen. Und auch umzingelt von blutdurstigen Wölfen hast du entschlossen gehandelt. So konntest du dein Potenzial voll und ganz entfalten. Ich bin gleich da bei euch. Ich sehe, dass ihr schreibt. Ich bin gleich da. Du bist stark geworden, Altaria. Es ist an der Zeit, dir die Technik reißende Klauen beizubringen. Mögest du damit weitere mutige Taten verbringen. Nun entschuldige mich bitte. Ich muss darüber nachdenken, wie wir mit Volker verfahren sollen. Mit seiner verdrehten Lehre könnte er noch viel Schaden anrichten. Zumal er offensichtlich großes Interesse an dir hat. Mach dir jedoch keine Sorgen darüber, sondern konzentriere dich auf dein Training. Die neue Technik, die ich dir beigebracht habe. Auf ein baldiges Wiedersehen. Okay, ich hab's. Bin gleich da, bin gleich da. Ich achte gleich wieder auf euch. Nehm das Geld. Wer ist Lisa? Was? Ja, was? Ich hab
Wackeler wegen. Vielleicht. Ach ja, das hattest du im DC geschrieben, ne? Dann viel Spaß. Viel Spaß bei Dead by Daylight. Ja. Das ist, was Kitty sagt. Und, okay, jetzt weiß ich auch, wer du bist. Aber das gehört eigentlich nicht in den Chat. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was? Warum? Das hättest du auch privat schreiben können. Und was habe ich damit zu tun? wenn die beiden alle streamen, sie gucken wollen, ich weiß, was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun? Hi. Ja, das weiß ich, aber ein einfaches, hey, ich bin Ismail, hätte gereicht, glaube ich. Dann hättest du dir keinen Ärger mit Hybrid angefangen. Glaube ich. Ich bin verwirrt. Kitty, alles gut. Alter Schulkamerad von mir. So. Geht gleich weiter. Ja. So. Jetzt bin ich auch wieder da. Eine Freundin hatte gerade noch schnell was geschrieben. Es war wichtig. Es ist so wichtig. Sie hat nämlich heute einen Termin gehabt. Das war sehr, sehr wichtig. Deswegen muss ich da. Das hatte gerade kurze Priorität. Hallo. Schön, dich zu sehen. Bist du bereit für eine neue Lektion? Ich habe eine Prüfung für dich, bei der du deinen Mut weiterentwickeln kannst. Weiterentwickeln kannst. Aha. Allerdings ist diese Prüfung um einiges gefährlicher als alles bisherige und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob du der Aufgabe gewachsen bist. Deshalb möchte ich, dass du erst einen Übungskampf hier in der Halle gegen drei unserer besten Kämpfer austrägst. Ich gebe den Befehl zum Wechsel, also musst du dich nicht zurückhalten. Begib dich in die Ausgangsstellung, wenn du bereit bist. Dann kann der Kampf sofort beginnen. Och nö. Warum? Wieso? Hm. Okay. Muss ich also ernsthaft gegen die Flitzpiepen da kämpfen? Muss ich. Ich muss gegen die Flitzpiepen kämpfen. Ich hab da noch. Packe ich erstmal da hin. Weiß ich noch nicht, wo ich das hinpacken will. Hi. Na gut, sollte da aber eigentlich auch passen. Seien meine Sprungsachen kommen weiter. Bin ich. Nö, kleiner Alamigo, ja. Da bin ich aber auch noch zugange. Ein kleiner Alamigo. Aber es ist ja zweigeteilt. Du bist ja erst ein kleiner Alamigo, dann bist du wieder in Mühlenbruch. Und dann geht's wieder nach kleinen Alamigo.
Das war aber seltsame Geheimsprache. Weiß, dass du mir auch einfach hättest privat schreiben können, oder? Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Freut mich aber trotzdem, dass du reinschaust. Das tut sich jetzt peinlich. Was? So lustiges. Okay. Ich sag da mal nicht zu. Das reicht. Gut gekämpft, Daria. Ich weiß, danke. Ich verstehe. Ja. Sagen wir mal zur Hälfte nicht verstanden. Wenn die Mods die Sprache nicht kennen, das kann schnell zu einem Bärmaband führen, wenn es doof läuft. Ja. Ich glaube, er war auch kurz davor. Wenn ich das alles so richtig mitgekriegt habe. Das war, glaube ich, sogar kurz davor. Ja. Tja. Yvain! Also Yvain heißt er. Du beherrschst die Kampftechniken einwandfrei. Kommen wir also nun zur eigentlichen Prüfung. Oh, toll. Du hast bereits mehrfach deinen Mut bewiesen. Die nächste Aufgabe jedoch ist besonders gefährlich. Nein. Dein Leben wird auf Messers Schneide stehen. Willst du es denn noch wagen? Jupp. Was für eine Enttäuschung. Du schon wieder. Ich bin hier, um zu sehen, wie sich meine werte Freundin entwickelt. Schließlich hat sie von allen Pekinieren das größte Potenzial, wahren Mut zu entwickeln. Doch nun sehe ich, dass meine wohlgemeinten Worte nicht zu ihr durchgedrungen sind. Sie folgt immer noch dieser feigen Bande von Möchtegern-Pekinieren. Offensichtlich wird es Zeit, ein Exempel zu statuieren. Danke, Hühn. Den werden wir auf jeden Fall haben. Dir auch. Pflegst du erstaunlich schlechte Umgangsformen. Warum bringst du unserer Gilde so viel Verachtung entgegen? Weil ich Feigheit verachte und die Gilde aus Feiglingen besteht. Du legst es wirklich darauf an, dass dir mal jemand gutes Benehmen beibringt. Nun denn, das kannst du haben. Adari Aistatze wird gegen dich antreten. Als meine Schülerin genießt sie mein vollstes Vertrauen. Niemand sonst wäre besser geeignet, die Ehre der Pikniergilde zu verteidigen. Das soll mir recht sein. Ich nehme die Herausforderung an. Wie lauten die Bedingungen? Ich wollte Aldaria erst dazu gerade eine neue Aufgabe stellen. Nun stelle ich sie euch beiden. Wer sie als Erster erfüllt, hat den Wettstreit gewonnen. Geht zur Brombeerlichtung im Ostwald und beweist dort euren Mut, indem ihr dem König der Keiler die Stirn bietet. Der König der Keiler ist ein uralter, besonders wilder Eber, der über die Brombeerlichtung herrscht. Wenn ihr ihm gegenübersteht, werden wir ja sehen, wem von euch das Herz in die Hose rutscht. Um ihn auf die Lichtung zu locken, müsst ihr dort zuerst wilde Keiler erlegen und 10 blutige Hauer sammeln. Diese legt ihr dann auf einem zertrampelten Pfad im hinteren Teil des Waldes aus. Der Blutgeruch wird den König der Keiler umgehend ködern. Habt ihr alles gut verstanden? Alles genau verstanden. Keine Fragen. Gut. Dann mögen die mutigere, mögen der mutigere gewinnen. Juhu!
Jo. Alles klar. Wo muss ich hin? Wo darf ich mein Wilhelm runtersetzen? Ist weit. Ach. Kann ich auch günstiger haben. So, ich bin schon wieder kurz. Ah, egal. Kopf kann man was aus allem. Alles klar. Bin ernsthaft dran vorbeigelaufen. Jo. Diesen Weg Richtung. Und wir haben jetzt noch 48 Minuten. Sollten wir noch mindestens zwei Klassenquests noch durchkriegen, oder? Schätze ich. Wenn ich jetzt nicht allzu viel trödel. Geben als Ersatz mit dem oben bla. Ich gesagt, jetzt fliegt er. ja, ist also Punkt. Sind tatsächlich alles ehemalige Klassenkameraden von mir. Ich weiß halt nur nicht. Ja. Das war nur etwas seltsam. Sagen wir es so. Aber ich glaube, das war kurz vor, ja. Ich glaube, Albert hatte schon wohl den Finger auf der Taste. Glaube ich. Bei Albert ist da ja rigoros. Wie gesagt, die haben es halt auch nicht mitgekriegt. Die war auf dem Klo. Und Katzen füttern. Also. Ich habe zwar dann gescheckt, nachdem ich das gelesen hatte, als ich wieder hier gesessen habe. Mir das erstmal durchgelesen hatte. Aber, ja. Dann dachte ich halt so, okay. Was hat das jetzt hier zu suchen? Und ja. Dann dachte ich, okay, reagiere ich gleich erstmal drauf. Also, ne? Weil war ja eh Timeout und ja. Alles, was er ist, ist erst nicht alles sagen und dann noch was. Dann noch das andere. Ja, also wie gesagt, ich habe es halt erst nicht mitgekriegt, darf es erst im Nachhinein gelesen und dachte, okay. Was? Bitte? Was geht hier vor? Alles gut. Kann ich helfen? Habe ich jetzt bald mal alle? Einer fehlt noch. SQ27. Bei welcher? Also wie heißt die?
Wir haben einfach die gleiche Waffe. Dem Schicksal zu trotzen. Zum Trotze. Ah, okay. Kann ich gleich mal nachgucken. Oh! Wir sind gar nicht so weit auseinander. Zwei Quests liegen zwischen uns. Können wir ja bald zusammenspielen. Nein, alles gut. Ignoriere dies. Ich brauche Ewigkeiten. Es hat einfach was tot. Klappt ja super. Also meine Quest heißt, glaube ich, die jungen Wilden? Die junge Wilden? Nee, doch, die jungen Wilden, glaube ich. Also ganz in deiner Nähe. Halt ein, König der Keiler. Vergib uns unseren Frevel. Wir werden dein Reich nicht weiter behelligen. Wie mir scheint, hast du den Wettstreit gewonnen, Daria. So ganz nebenbei. Habt ihr verstanden, wie dumm es ist, sich unnötig in Gefahr zu begeben? Feiger Narr. Oh je. Oh nein, der arme Volker. Wer ist hier feige? Volker! Aber Volker, wir wollten doch. Daria, vergiss ihn. Er ist deine Aufmerksamkeit nicht wert. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Ja, ich habe wieder meinen Benno. Hallo. Oh, ob ich gerne fliegen möchte? Ja, möchte ich. 14 Minuten noch. 14 Minuten, dann kann ich ja nicht meine Bürger machen. Langsam kriege ich ein bisschen Hunger. Und ich freue mich so auf meinen Bürger. Auf meine drei Bürger, besser gesagt. Sind aber halt nur so kleine Mini-Dinger. Ne? Also keine richtig großen Bürger. Kleine. Ungefähr die Hälfte von einem normalen Bürger. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Es wird lecker. Ich meine, ich bin ihn nach dem ersten trotzdem schon satt. Auch wenn er nur so klein ist. Servus. Im Kampf wärst du dem König der Keiler hoffnungslos unterlegen gewesen. Hättest du ihm gegenüber Furcht gezeigt, hätte er dich mit seinem Hauern zerfetzt. Doch du hattest deine Angst unter Kontrolle und warst wild entschlossen. Deshalb hat der Keiler dein Leben verschont. Adaria, dein Mut ist beeindruckend. Volker hat nun hoffentlich auch endlich begriffen, dass der Mut etwas anderes als Tollkühnheit ist. Ich bin gespannt, ob er sich nochmal blicken lässt. Aber
Mir für. No. Für heute hast du genug geleistet. Doch der Tag, an dem ich wieder deine Hilfe brauche, wird kommen. Yay, bitte nicht. Ach. Und da ist wieder nichts. Adaria, man erzählt sich viel über die Heldentaten, die du in letzter Zeit verbracht hast. Bist du bereit für die nächste Prüfung der Pikeniergilde? Gegen den König der Keiler konntest du deinen Mut vollends zur Entfaltung bringen. Diesmal möchte ich, dass du drei ehrwürdige Veteranen der Pikeniergilde aussuchst und ihre Anerkennung gewinnst. Alle drei sind Mitglieder unserer Gilde. Sie haben den Weg der Pike vor dir beschritten und sind hinter das Geheimnis des Muts gekommen. So wie sie ihre Altvorderen nachgeeifert haben, so wirst du ihnen nacheifern. Wenn du sie von deinem Mut überzeugen kannst. Was machen die Tiere da oben? Werden sie dich als eine der ihren akzeptieren. Dein erster Lehrer ist Matehomi. Du findest ihn auf Amarisseiks Wachturm, wo er als Wache seinen Dienst verrichtet. Sein erfahrener Veteran, der seit vielen Jahren die Grenzen Gredanias bewacht. Wird dein Mut seinem durchdringenden Blick standhalten? Finde es heraus, Eldaria. Nicht die Fimirutka haben, wenn ich unser tolles RP-Abenteuer starten. Ich habe so Lust drauf. No. Ja, das dauert ja leider noch ein bisschen. Ich hoffe, dass ich den Schar hier bis dahin ein bisschen weiter habe. Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Zumindest in Heavensward hätte ich den Schar hier dann gern. Aber ich glaube, dass... Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Jahr noch schaffe, nach Heavensward zu kommen. Ich weiß es halt nicht.